Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Bro. Das erste Video fängt schon mit einer spannungsvollen Situation an. Der Opa im Auto ist wütend wegen der Lautstärke der Motorräder und fängt einfach an, die Jungs anzubrüllen. Oh, geil. Lass uns einfach mal in die Konversation reinführen. Ja, keine Muskeln so in Graf machen, oder? Ich kann nicht anders. Bitte? Ich kann nicht anders. Ja, das ist gut. Das ist. Ist halt leider so. It is what it is. It is what it is. Jetzt entschuldigst du dich wirklich. Kindlich. Ja, okay. Ich bin halt ein Kind geblieben. Mach doch nicht so in Krach, Mann. Doch. Red doch nicht. Ich red nicht. Du kannst doch mir das nicht erklären, oder? Fahren Sie auch Motorrad? Ja. Ja? Was fahren Sie denn? Wie das? Aber dann lieben Sie doch auch, wenn ein Motorrad läuft, oder? Nein. Was fahren Sie denn? Ich? Ja. Eine gescheite BMW. Eine GS, oder? Bitte? Eine GS, oder? Ja. Aha! Ja, auch schön. Weißt du, musst ein bisschen Rücksicht nehmen auf andere mit dem Lärm. Ich kann mir leider kein leiseres Motorrad leisten. Der Auspuff ist da dran, was soll ich machen? Ich habe das so gekauft. Du hast so gekauft? Ja, von einem Kumpel. Ja, aber der hat Auspuff. Ja. Ja, ein Leiser. Und der hat werkseitig einen anderen Auspuff. Ja, natürlich. Seit wie vielen Jahren fahren Sie Motorrad? Wie alt waren Sie da, als Sie angefangen haben? Junge, da brauchst du mit mir nicht diskutieren. Guck mal, die ist auch laut. Eigentlich ist der nicht laut. Für das, was er bringt. Das Ding ist nur auf Krawall gebürstet. Ich bringe 67 PS auf 150 Kilo. Das Ding ist auf Krawall gebürstet. Ja, natürlich. Das macht Spaß. Ja, aber du musst doch, wenn es dir Spaß macht, du musst doch auch an andere Menschen denken. Ja, deswegen. Das ist doch eigensinnig gedacht. Deswegen bin ich ja hier unterwegs. Ich denke, hier stört es keinen. So, ich denke, die freuen sich. Stört sie das hier? Du, weißt du? Stört sie das hier? Mich stört es schon einmal sein Fahrstil. Stört sie das? Dann haben sie hier aber echt wenig verloren. Ja. Ja. Junge, ich weiß nicht. Irgendwann wird man dich schon so abkratzen. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, so ist Leben. So schön runterschaben vom Baum oder von der Wand. Ja. Oder unsere Leitplanke. Danke. Das war's ja wohl wirklich komplett. Können Sie zu meinem Friedhof kommen und mir sagen, ich hab's dir gesagt. Ist das dein Leben, ja? Ja. Lärm hat doch nichts mit Schnelligkeit oder dummen Fahren zu tun. Das hat doch damit nichts zu tun. Ja. Nice. Aber Lärm macht doch Menschen fertig, oder? Ja. Ich finde, Sie haben schon. Warte mal, bist du noch 70 Jahre älter? Es kommt auf den Lärm an. Es kommt darauf an, wo ich Lärm mache. 70 Jahre denkst du anders. Aber Motorrad braucht Sound haben, sonst kann ich ja gleich ein E-Bike fahren. Ich finde, Sie haben schon recht, natürlich, in der Stadt brauche ich nicht laut sein, aber wenn ich hier einmal meinen Spaß habe... Das geht nie leise. Natürlich geht es leise. Ja. Wenn man hochtourig oder niedertourig fährt. Wenn ich entspannt fahre. Du hast hier jetzt gerade vorhin ein Schauspiel gegeben. Da haben ein paar nur mit dem Kopf gewackelt. Ja. Nice. Ein Schauspiel gegeben, Junge. Ja. Es ist blöd. Wenn zu deiner Mutter jemand... Geht bitte nicht auf Mutter. Geht bitte nicht auf Mutter. Reinkommt und kann sagen, fahren Sie mal mit, ist das Ihr Sohn? Sie steht da und sieht dich. Ja. Blass und tot. Ist das... Ja, die fährt selber auch. Ist das dann der Dank an deine Mutter? An deine Mutter? An deine Mutter? An deine Mutter. Mensch. Die fährt ja selber. Seit Jugendlich. Ganz jung. Ja. Ja. Schönen Tag Ihnen noch. Ja. Guck mal, wie schön leise die. Ja, der fährt auch mit dem Leerlauf hierher. Ja. Und ich bremse hier mit Motorbremse. Dafür ist doch die Strecke hier auch ein bisschen gedacht. Weißt du, du fällst mir schon öfter auf. Why the fuck you lying? Why you always lying? Ich bin das erste Mal hier. Ja. Du bist mal schon woanders auf. Okay, ja, das ist cool, dann freue ich mich.
Das ist das beste Kompliment, was man kriegt. Deine Erlebnisse. Ja. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Junge, ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Ich Ihnen auch. Schönen Tag Ihnen noch. Und hier wieder ein Unfall auf der Autobahn. Manchmal denke ich mir echt, dass die Leute das Autofahren verlernen, sobald es ein bisschen regnet. Es wäre schon nicht schlecht, die Handbremse anzuziehen. Man sieht ja, dass da eine Steigung in der Straße ist. Das war knapp. Bei diesem Video fehlen mir einfach die Worte. Schaut euch das Video einfach selbst an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn auch ihr eure Videos in meinen Zusammenstellungen sehen wollt, dann schickt mir diese gerne an die unten verlinkte E-Mail. Bis zum nächsten Mal.